Grüß euch, liebe Freunde. Ja, ich begrüße euch zur neuen Gruppenstunde. Und mein Thema ist heute, die Ordnung ist Gott. Und da habe ich gleich mal ein Zitat von Bruno Gröning. Ich ersuche sie doch, dass sie das Gute wieder annehmen. Ich rufe sie zur Ordnung. Ich will, dass sie ein gesundes, ein gutes Leben führen. So ein Leben führen, wie Gott es bestimmt hat. Und dass sie sich mit dem Unhold, mit dem Bösen nicht mehr abgeben. Auch nicht abfinden mit ihm. Ihn ja nicht mehr dulden, nein, ihn von sich weisen. Ja, und deshalb geben wir jetzt als allererstes uns ab. Wir weisen das Ungute von uns. Wir lösen uns vom Bösen. Und stellt euch Herrn Bruno Gröning vor, wie er vor euch steht. Macht's mit euren Händen eine Schale und legt's alles ein, was ihr wieder angesammelt hat. Das, was ihr noch nicht abgeben habt. Und gebt es unserem Freund Bruno Gröning. Danke. Ja, liebe Freunde, durch das Abwenden von Gott ist die Krankheit in unser Leben gekommen. Und der Bruno Gröning, der hat die Krankheit als Unordnung, das Böse oder das Übel bezeichnet. Und wir haben einfach verlernt, im Laufe der Zeit auf unsere innere Stimme zu hören und auf die Signale unserer Seele zu achten. Weil wir leben halt einfach immer ja, so dahin. Jeder Tag ist das Gleiche und das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir mal wirklich achtsam sind und einmal drauf schauen, man darf so viel entdecken, erleben, empfangen. Also die geistige Welt, die hat ja so viel für uns bereit. Nur wir müssen auch bereit dafür sein, wir müssen unser Herz aufmachen oder wir dürfen unser Herz aufmachen. Und viele von uns wissen ja gar nicht, wie sie auf dem natürlichen Weg wieder zur Gesundheit kommen können. Weil der Mensch ist aus der göttlichen Ordnung einfach herausgefallen. Er hat überhaupt keine Ahnung, dass die göttliche Ordnung überhaupt gibt. Und da haben doch wir wirklich so reich beschenkt, dass wir einen Bruno Gröning haben. Und er hat uns das doch ganz genau gesagt.
in der göttlichen Ordnung leben. Der Mensch, der ist dann hilflos, ratlos und tatlos. Und er weiß überhaupt nicht mehr das Rechte. Und es bleibt uns dann nichts anderes übrig, als dass wir uns mit dem Schlechten, dem Bösen, das wir im Körper wahrnehmen, dass wir uns mit dem abgeben haben. Und der Bruno Gröning hat das ja so gesagt: Der Mensch redet es sich selbst ein und sagt sich, was bleibt mir anderes übrig, als mich mit dem zu befassen, was ich fühle, als mich mit dem zu befassen, was mich schmerzt? Was bleibt mir anderes übrig, als das zu behandeln, was ich als Krankheit empfinde? Jeder einzelne Versuch ist mir bis jetzt zum Übel geworden. Und der Bruno Gröning, er hat uns ja geraten, dass wir die Ruhe aufnehmen und unseren Körper beobachten, dass wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Und wenn wir uns die Gesundheit wünschen, dann dürfen wir uns zu Gott bekennen. Und wir haben ja die Möglichkeit, durch die Lehre Bruno Grönings wieder auf den richtigen Weg zu gehen. Wir werden geführt, wenn wir es zulassen. Und wir dürfen uns auch die Zeit nehmen für unseren Körper und für Gott, unseren Vater. Wir haben immer für alles Zeit. Nur für die allerwichtigste Sache findet man keine Zeit. Warum ist das so? Warum ist uns alles andere immer wichtiger als wir das Geistige, das wo uns aber weiterbringt? Wir können zu Gott sprechen. Wir dürfen ihm dienen. Wir können uns sich mit ihm verbinden und bitten. Und dann wird uns Hilfe und Heilung zuteil. Wir haben uns immer weiter von Gott und der göttlichen Ordnung abgewandt. Und wir haben uns an die Krankheit, die in unser Leben gekommen ist, wir haben uns daran gewöhnt, wir haben gedacht, es ist einfach so. Und der Bruno Gröning hat gesagt, Vertrauen zum Guten ist die Grundlage der göttlichen Ordnung. Ich habe jetzt da aus einer Zeitschrift Der geistig-seelische Heiler von der Josette Gröning, das war Bruno Gröning, seine zweite Ehefrau, habe jetzt da was gefunden, und zwar über die göttliche Ordnung, was der Bruno gesagt hat. Solange sie sich mit dem Übel abgeben und sie meinen, dass sie sich von ihm nicht lösen können, weil es sie zwickt oder gar schmerzt oder sie daran hindert, dass sie das eine oder andere an ihrem Körper nicht mehr tun können, so haben sie wahrgenommen, dass sie nicht mehr in der göttlichen Ordnung leben, sondern in der Unordnung. Die Unordnung ist das Böse, das den Menschenkörper derart herabwürdigt, dass er dem Bösen, dem leibhaftigen Satan, gleich ist. Denn hier hat er, der Satan, sein Ziel erreicht. Und jetzt hören wir uns ein paar Worte an, was der Bruno Gröning selber dazu gesagt hat. Selbstverständlich habe nicht nur ich, sondern auch Sie die Pflicht und Schuldigkeit, nach dem Gebote Gottes zu leben. Denn Gott hat seine Ordnung. Und so der Mensch diese Ordnung noch nicht erkannt und auch noch nicht mal an die Ordnung Gottes glaubt, so wird auch er die Ordnung viel weniger um sich, erst recht aber auch nicht in sich erhalten. Denn das, was den Menschen, wie ich schon sagte, zur Ordnung führt, ist ja das, dass der Mensch es wissen muss, was dieses Wort Ordnung ihm sagt. Er selbst hat alles dazu zu tun und sich von der Unordnung, in der er einst gelebt, von der er umgeben, von der
er erfasst worden ist. So weit zu lösen, dass er mit dieser, mit der Unordnung nichts Gemeines mehr hat, sondern dass er den festen Entschluss fest, jetzt wirklich wahrhaftig in der göttlichen Ordnung zu leben, Gott zu folgen und weiter nichts als nur das zu tun, was er sich selbst und seinem Körper schuldig ist. Und das Gleiche geht dann weiter, indem er da dann das auch an all seine Nächsten, von denen er umgeben, unter denen er sich bewegt, unter denen er lebt, das so wiederzugeben, wie er es selbst an sich, an seinem eigenen Körper erfahren hat. Da, liebe Freunde, kommt der Mensch so nach und nach hier zur Erkenntnis. Ich weiß, dass der Mensch in einem Glauben lebte. Das müsste alles so getan werden, wie Menschen es ihm angeraten haben. Einfach nur Versuche anzustellen und von dem Übel, das sie Krankheit nennen, frei zu werden. Nein, Freunde, das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Gottgewollte, sondern das ist das, was Menschen noch nicht erkannt. Und die sich einfach nur in den Glauben versetzten, sie müssten alle möglichen Versuche anstellen, um hieraus eine Lehre zu ziehen. Nur einen einzigen Versuch an das Leben zu stellen, liebe Freunde, das ist ein großes Gottversuchen. Und niemals wird Gott einem Menschen das Recht einräumen. Erst recht hatte es ihn auch nicht eingeräumt, dass er hierzu auf der Erde ist, um Gott zu versuchen. Liebe Freunde, eindringliche Worte unseres Freundes Bruno Gröning. Nicht Gott versuchen, sondern er suchen, bitten, ihm dienen. Und dann kämen wir wieder in die göttliche Ordnung. Liebe Freunde, wir dürfen uns jetzt bittend einstellen. Denkt an eure Sitzhaltung. Bitten wir den lieben Gott um die volle Gesundheit und die große Umkehr aller Menschen zu Gott Vater. Und ihr dürft jetzt eure Bitten vorbringen. Ganz einfach. Der Bruno hat aber gesagt, bitten Sie ganz einfach. Und danach bleiben wir ein bisschen in der Stille, wie es der Bruno gesagt hat, da ist die Kraft am allermeisten. Thank you.
Zum Schluss noch ein paar Worte von unserem Freund Bruno Gröning. Ich gebe Ihnen zu wissen, wer eine Berechtigung auf Heilung hat. Eine Berechtigung hat der Mensch, der bereits den göttlichen Glauben in sich trägt und mit ihm gelebt hat. Wer den Glauben an unseren Herrgott, den Glauben an unseren himmlischen Vater verloren hat, aber jetzt wieder bereit ist, ihn in sich aufzunehmen und ebenfalls bereit ist, mit ihm zu leben. Liebe Freunde, Klammer an den lieben Gott, trauen wir Jesus Christus im Herzen und vertrauen wir Bruno Gröning. Bruno Gröning führt uns, er führt uns zu Gott, er führt uns zu Jesus, er verbindet uns immer wieder. Und da können wir so dankbar dafür sein, dass wir diese Lehre haben. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!